Heyo zusammen. Ich muss mehr schlafen. Toll. Das letzte Mal mit diesem Satz beendet und dieses Mal mit dem begonnen. Willkommen zurück zu Thief. Und zwar dieses Mal hoffentlich ein bisschen erfolgreicher als im letzten Part. Auch wenn ich es teilweise echt bezweifle. Holy! Ich hätte echt ein bisschen um die Ecke spähen sollen hier. Ah, okay, keine Ahnung. Ich kann doch hoch. Natürlich kann ich hoch. Jedoch. Etwas krabbelt in meinem Stiefel rum. Okay, ich hoffe, dass diese Treppe hier gemeint war. Kleinen Moment, ich muss kurz meinen Timer einstellen. So. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, es gibt einen Schnellspeicher. Moment. Wenn ich mich nicht irre, habe ich hoffentlich gerade schnell gespeichert. Ganz fix. F5 übrigens. Dieser Schnellspeicherknopf. Und... ist hier noch irgendwas mit... Da ist noch was. Ich wusste es doch. Wie wäre das? Okay, von der Uhr sollte ich vielleicht besser die Finger lassen. Da ist das Fenster, durch das wir raus sollen. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Wahrscheinlich. Da ist nichts. Das hier. Okay, jetzt habe ich die Registrierkasse, glaube ich, gerade vorhin aufgebrochen, aber konnte sie leider nicht mehr leeren. Finde ich ein bisschen schade. Aber vielleicht hat die Dame hier noch etwas, was wir mitnehmen können. Yay! Wow! Also, dass sie das nicht bemerkt hat, finde ich wirklich bemerkenswert. Oh, ich dachte gerade, da steht noch einer. Okay, ganz ruhig, Vögelchen. Das sieht aus, als wäre hier auch noch etwas. Aber da sind auch noch wertvolle Dinge drin. Okay, wenn ich mich jetzt schnell speichern. Ah, dann erscheint immer oben in der rechten Ecke so ein... Sehr schön. Gut, dann versuche ich es mal. Bleibt hier etwa auch noch einer? Das Licht ist aus. Ich höre aber irgendwas und irgendwen. Da ist nichts. Aha. Da. Wer bewacht die Wachhunde? Das hört sich interessant an. Da. Nun die Stadtwache des Barons natürlich. Nach der Keulung der Tierbestände aufgrund der verdächtigen stadtweiten Krankheit waren manche schon besorgt um die vierbeinigen Mitglieder der Wache. Doch Wachpatrouille Tollingsworth hat dafür eine kluge Lösung. Wir sperren die Hunde an in Käfige, erklärte er gestern, damit keiner denkt, sie würden nur darauf warten, bis sie dran sind. Die Bewohner können sich also beruhigt zurücklehnen. Die engagiertesten Beschützer der Stadt sind vor zufälligen Ansteckungen geschützt. Zufällige Ansteckung geschützt. Eine Entscheidung, die zeigt, wie man menschlichen Schwächen mit erhobenem Kopf begegnet. Das finde ich jetzt nicht so Bombe. Aber was soll man dazu schon sagen? Das ist keine Tür. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Okay, ich glaube, das war's. Schön vorsichtig. Vogel. Denk an den Vogel. Keine plötzlichen Bewegungen. Da blinkt noch was. Ah, Futter. Was passiert? Was passiert? Richtig. War ich hier schon dran? Es kann sein, dass ich hier schon dran war. Ja, wahrscheinlich. Was soll's? Das hat zweimal gecheckt. Die Hinrichtungen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Aber wenn ich ihn total langweilig zurück mehr. Ob hier einer rumrennt? Oh.
Oh ja, die Tür ist einfach zugefallen. Okay, nehme ich das noch mit? Es scheint niemand hier zu sein. Offensichtlich. Okay, bevor ich jetzt noch weiter hier meinen Kopf riskiere, werde ich hier mich aus dem Vertauch machen. Abriegelung. Genau, das wollte ich sowieso wissen, was es mit dieser Abriegelung auf sich hat. Die Straßen halten wieder mit dem Ruf der Wachen stets aufmerksam im Kampf gegen die tobende Seuche der Schwermut. Die großen Tore schlossen sich, eine Ausgangssperre wurde ausgerufen und kein pflichtbewusster Bürger zeigte sich noch auf den Straßen. Osley Durham, seines Zeichens Hauptmann der Wache, bezeichnet die Aktion als bislang erfolgreichste Quarantänemaßnahme. Diese Abriegelung dient der Sicherheit unserer geschätzten Bürger, sagt er heute Abend bei der Beaufsichtigung der Schließung des Verrätertors. Verrätertors? Hört sich sowieso so komisch an. Und das verdanken wir alles dem Baron, fügt er noch hinzu, bevor er nach Dayport zurückkehrte. Ein wirklich bescheidener Held unserer Stadt. Oh ja, mit Sicherheit. Bin ich voll und ganz deiner Meinung. Und ich hoffe, du hast den Sarkasmus aus meiner Stimme raus. Weil ich nicht unbedingt nochmal erwähnen will, dass es Sarkasmus war. Und... Hey... Dann... Jawohl. Ist hier wieder jemand? Stadthaus. What the fuck? Da können wir nochmal um die Ecke spähen. Da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Das sieht schon so aus, als käme man da nicht durch. Oh. Haben sich hier welche gezofft, oder? Sieht mal Licht aus hier. Mir viel zu hell. Da kann ich mich wahrscheinlich wieder nur verstecken. Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich habe gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Geht nichts über diese Stadt, was? Diese Straßen haben schon so viel Mist erlebt. Brände, Seuchen. Du vergisst den Krieg. Die Sache mit Blackbrook, oder? Das war doch gar nichts. Aber wenn uns erfahren, was hier los ist, kriegst du deinen verdammten Krieg. Was ist das denn für ein Auflauf? Hier muss leise sein. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich die Untertitel ausgeschaltet. Aber einfach nur, um mal zu gucken, ob das auch funktioniert. Es heißt, wir müssen einen töten, der einen Schwermütigen bei sich aufnimmt. Ja, Mann. Oh, bitte, Herr, bitte, Herr. Dann hat er sich angeschissen. Entschuldige, ich war gerade etwas... Oh, tut mir leid, Ma'am. Befehl des Hauptmanns. Er sagte, stellt euch unter das Fenster dieser Frau am Färbermarkt. Die mit dem Gesicht, das hässlicher ist als die Nacht finster. Seht zu, dass sie lächelt. Verdammte Flegel. Die Schwermut soll euch holen. Damit täte sie allen einen Gefallen. Pass auf, jetzt holt sie ihren Nachtjob. Also ich habe gerade wirklich, wirklich Lust, die beiden einfach niederzuknüppeln. Also, ich finde... Wir haben hier die Charaktere dieser Wachen. Des Kriegsrechts, aber keiner verlässt die Stadt. Weil die Tore verriegelt sind, Idiot. Also richtig, man möchte sie einfach hassen. Und man hasst sie auch, das ist überhaupt keine Frage. Kann ich euch bestehlen? Darf ich euch bestehlen? Ich habe keine Wasserfälle mehr, toll. Husch, husch. Ah, ich komme hier hoch. Sehr schön. Oh, ich würde dich am liebsten dein gesamtes Hab und Gut wegnehmen, ehrlich. Aber das ist heute nicht meine Intention. Wann hat zuletzt jemand sein Gesicht gesehen? Ich will eigentlich einfach nur weg. Ah. Du kommst doch aus Eastport, oder? Lobt die Schwermut dort auch schon? Ja. Die Ablasskanäle waren voller Leichen. Ein grausiger Anblick. Ein riesiger Eintopf. Hey, komm schon. Ich habe vor der Schicht gegessen. Ich stand bis zu den Hüften in dieser Brühe, um sie wegzuschaffen. Ah. Wir haben mehr Zeit damit verbracht, nach Luft zu schnappen, als mit irgendwelchen Dieben. Deshalb wolltest du eine ruhige Patrouille wie die hier. Stone Market ist gar nicht so übel. Das musst du schreien. Nicht so übel? Na,
Proteste, diese Abriegelung. Da haut sich was zusammen. Das spüre ich. Ja, ich auch. Okay, ich würde aber sagen, wir machen mal weiter. Okay, hier sind wir. Unser Ziel, der Glockenturm. Oh, sehr cool. Statistiken. Was habe ich erledigt? Lösche 9 Flammen. Echt jetzt? Cool. Ja, alle Objekte habe ich mit Sicherheit nicht. Sammlerstücke. Ja, ich bin mir sicher, dass da in dem... in diesem Juwelierladen noch einiges drin war. Jäger, Opportunist, Phantom. Du hast das Ausnutzen der Umgebung allen anderen Mitteln vorgezogen. Opportunist. Das Ausnutzen der Umgebung. Okay. Mein Ziel ist es jetzt natürlich, diesen Phantombalken so groß wie möglich zu halten. Ich guck mal ganz kurz. 45 Minuten habe ich schon. Uiuiui. Taschendiebstähle, geknackte Schlösser, K.O. geschlagene Bedrohung, Verdacht erregt 8-mal. Entdeckt 3-mal. Nicht gut. Okay, das sollten wir beim nächsten Mal besser schaffen. Jetzt kann ich es natürlich erneut spielen, aber das mache ich ja nicht. Durch Einsatz von Fokus kannst du Schlösser schneller... Jetzt habe ich doch ernsthaft schon wieder vergessen, euch den... Ich glaube... Ich zeige es euch, wenn es soweit ist und wenn ich irgendwann mal dazu komme, dran zu denken. Oh. Bin ich schon drin? Das sieht ja bequem aus. Halskette, Stern von Alldale. Jetzt habe ich nicht schnell genug gelesen. Halskette, Stern von Alldale. Im Banktresor verwahrt. Ah, die berühmte Halskette, Stern von Alldale. Liegt seit dieser Woche im Tresorraum der Distriktbank von Stone Market und zwar so lange, bis die Angelegenheiten ihrer vom Pech verfolgten Besitzerin abgewickelt sind. Wie bereits im letzten Monat berichtet, verstarb Lady Abigail Hutnell, wie auch immer, bei einem gewaltigen Feuer, das ihre Familienanwesen vernichtete. Der wertvolle Stern von Alldale überstand das Inferno wie durch ein Wunder. Ermittlungen ergaben, dass der Brand ein Unfall war, wodurch nun ihr Besitz an die überlebenden Familienmitglieder gehen kann. Die Bank gab heute bekannt, dass sie im Auftrag der verblichenen Lady Hutnell mit Nachforschungen zur Auffindung etwaiger Verwandter beginnen werde. Wieder ein Feuer. Wie einigen vielleicht auch aufgefallen ist, haben die vorhin über das Feuer von Shellbridge geredet. Wer jetzt den dritten Part gespielt hat, weiß, wovon die Rede ist. Die Shellbridge-Wiege ist sie, glaube ich, im dritten Teil genannt worden. Und es war wirklich ein ziemlich unheimliches Level, wenn ich mal so anmerken darf. Ich glaube, das kann man sagen, ohne dass man groß etwas spoilert. Das ist schon interessant. Vor allem finde ich es cool, das alles wieder zu hören. Jetzt wird das irgendwie alles wieder aufgegriffen hier. Also... Leute, die jetzt sagen, von wegen, die Hüter sind nicht mehr dabei oder ohne Hammeriten ist das Spiel kein wirkliches Thief mehr, finde ich überhaupt nicht, weil viele Elemente, die es früher in den ganzen Thief-Spielen gab, finden sich hier auf jeden Fall auch wieder. So ist das nicht. Ich fühle mich schon ziemlich heimisch, muss ich sagen. Hä? Lager. Köcherkapazität erhöht die maximale Fall. Kapazität massiv. Ich bin etwas verwirrt. Beim Aufprall wird... Mohn? Das Kauen von Blüten dieser Blume schärft Garretts Intuition. Stellt Fokus wieder her. Hey, cool! Endlich weiß ich, wofür Mohn da ist. Nahrung, Feuerfall, Breitkopffall. Kleinen Moment. Ich sah nicht so aus, als hätte ich da irgendwas drin, deswegen... Und vor allem sieht es so aus, als wäre ich hier zu Hause. Gott. Ist das cool. Nee, ohne Scheiß. Ich finde das gerade echt Hammer. Unikate. Eine Sammlung von Unikaten, die für Garrett wertvoller sind als ihr Gewicht in Gold.
Die Edelsteinmaske. Eine großartige Maske mit erlesenen Serendi-Edelsteinen. Ein vergessenes Andenken von Lady Christinas feierwütige... An Lady Christinas feierwütige Jugend vor dem Unfall, seitdem sie wie besessen von verletzte Vögel sorgt. Ah! Lady Christina. Ich glaube, die werden wir auch noch kennenlernen. In Ordnung. Oh, hübsch, hübsch. Ich glaube aber, das war's erstmal. Sieht alles noch ziemlich leer aus. Aber... Gut, hier hinten ist auch nichts mehr. Das heißt, ich würde dann mal hochgehen. Oh Mann. Ich meine, es sieht schon alles ein bisschen heruntergekommen aus. Aber so wie es aussieht, sind wir ja auch schon lange nicht mehr hier gewesen, richtig? Jennifer. Okay, in diesem Falle hätte man vielleicht den Untertitel... Also, da hätte man den gebrauchen können in diesem Falle. Und wir sollen Basso treffen. Die Stadt, Stone Market. Möchtest du in dieses Viertel gehen? Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich dahin muss. Halte den Bogen nicht so lange gespannt. Früher oder später werden deine Arme müde. Darunter leidet deine Präzision. Ja! Während du dich aus deiner Deckung lehnst, kannst du schnell zu einer anderen Ecke wechseln. Jupp, habe ich gemerkt. Das finde ich auch ganz cool, dass das mit den Physics hier irgendwie so gehalten ist, dass es relativ realistisch ist. Ich meine, natürlich werden einem, wenn man einen Bogen gespannt hält, irgendwann die Arme müde. Finde ich ganz cool. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Karren. Jawohl, Sir. Okay, jetzt müssen wir uns einen Weg zu Basso suchen. Na, da hinten ist wenigstens immer angezeigt, wie... Was zum... Ich hätte schon vor Jahren Arbeit. Ach, ich glaube, das ist... Ah, ich verstehe. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Unglaublich. Kann ich hier hinten her? Okay, jetzt kann ich euch aber mal ganz kurz was zeigen. Ich hoffe, es funktioniert. Und zwar den Fokusblick. Mit dem kann man nämlich sehen, wollen wir dann rüber in Zurich? Ja, ja. Mit welchen Dingen man interagieren kann. Und wie ihr vielleicht auch gesehen habt, ist hier neben die blaue Anzeige runtergegangen. Das ist meine Fokusanzeige. Und hier war jetzt nicht so viel. Ich kann mal hier vorne gucken, da habe ich was gesehen. Und zwar dieses Fenster. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Oh ja, das würde ich jetzt auch gerne haben. Macht mir wer ein? Das wäre total lieb von euch. Okay, dann habe ich noch gesehen, dass hier vorne irgendwo was war, das ich benutzen könnte. Oder so? Irgendwo war hier doch was, oder? Kleinen Moment. Da! Ach nee, da ist was ich mitnehmen kann, richtig. Oh, das finde ich ja jetzt cool. Da ist auch was. Es blinkt. Es blinkt, ich will es haben. Lass mich doch hier runter. Okay, ich mach das mal anders. Zack. Oh. Das ist eine Menge.
Davon können wir uns sicher einen Kaffee holen. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Verdammt, wie komme ich da jetzt rüber? Von oben? Das ist ein Vogelnest. Cool. Wirklich interessant. Sieht so aus, als hätten da an den Rand auch jede Menge Vögel ihr Geschäft gemacht. Ich glaube, hier komme ich nicht wirklich weiter. Doch hier käme ich weiter. Tolle Auswahl. Bringt mir aber herzlich wenig, wenn ich jetzt darüber möchte. Ich glaube, ich versuche es mal mit dem Häuschen da hinten. Indem ich jetzt einfach mal ganz gekonnt. Schwermut ist überall. Ach nee, ich könnte auch hier runter. Aber ich will mal hier rein. Nur weil ich halt kann. Und ja. Licht aus. Dankeschön. Watch. We have a place for you in our ranks. Oh ja, genau. Ich glaube, mich lasst ihr da nicht so schnell rein, Freunde. Das, oh. Uah. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh. Ich glaube, hier komme ich gar nicht weit. Es könnte höchstens sein, dass ich hier unten weiterkomme. Ich höre irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, was. Aber irgendetwas höre ich. Oder lasse ich mich jetzt von meinen eigenen Schritten irritieren? Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Das sieht aus, als wäre hier überhaupt nichts los. Hallo? Sind wir zu Hause? Okay. Bericht der Wache. Abriegelung kenne ich schon. Muss ich nicht nochmal haben. Oben. Brieföffner. Bitte. Nichts. Da. Nichts. Da. Auch nichts. Okay. Ah, Moment. Hahaha, wir sind noch nicht fertig, meine Freunde. Königreich für einen Kaffee. Oh Gott, ich hoffe, hier ist jetzt keiner hinter mir. Das ist schon ein etwas schwierigeres Schloss. Da kann ich übrigens auch mal kurz... Nein, kann ich nicht? Nein, kann ich offensichtlich nicht. Besitze ich noch nicht die Fähigkeit, fällt mir gerade auf. Vielleicht kommt man da ja im Laufe des Spiels noch hin. Normalerweise kann man die Schlösser auch mit Hilfe des Fokus knacken. Ich fühle mich nicht besonders. Komm schon. Da, da war was. Und letztes. Komm. 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 Da, da war was. Da. Nein. Komm schon. Puh. Meine Güte, das war gar nicht so einfach. Ich hoffe, das lohnt sich. Oh. Büste des Barons. Vielleicht nicht unbedingt das Schönste, aber ich wette, ich kann es gut verkaufen. Okay, jetzt würde ich aber sagen, wieder raus hier. Was ist das? Neue Anweisungen? Wahrscheinlich neue Anweisungen für die Wache und nicht für mich. Da schaue ich gleich mal rein. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Okay, hier komme ich nicht weiter. Ich müsste theoretisch wieder raus. Hä? Muss ich die nach außen hin nochmal aufbrechen? Es wird spät. Oh, das ist ja blöd. Komm schon! Okay, es sind nur noch 19. Waren es nicht gerade eben mal 40? 20? Okay, runter.
Ich bin so müde. Weißt du, was ich sehe? Das Geräusch von Pferden. Hört sich gut an. Pferdehufe? Pferdeeinkauf hat die schon seit Monaten nicht mehr. Ja. Oh. Du siehst nicht gut aus, mein Freund. Hui. Ich glaube, wir sind richtig. Taverne der verkrüppelte Beric. Jetzt betreten, ich bitte doch. Nehmen Monas dann im Inventar zu dir, um ein paar Mal. Ja, also. Okay, jetzt halte ich mal die Klappe. Ich hätte das Einwegglas genommen, Besser, das wiegt viel mehr. Garrett! Mist. Benutzt immer noch keine Tür. Du besuchst mich nicht, du schreibst nicht. Ich dachte, du und Aaron wärt bei dem Angriff aufs Anwesen draufgegangen. Wo zur Hölle bist du gewesen? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Schön. Vergiss es. Interessiert mich gar nicht, wo du das ganze letzte Jahr warst. Keine Zeit für sowas. Vor allem bei der neuen Opiumabgabe des Barons wegen dieser Schwermut. Und die Schwarzsteuer des Diebesfängergenerals blutet uns Unternehmer aus. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Na gut, also folgendes. Du musst einen Ring für mich beschaffen. Heiratest du? Nie wieder. Du Mistvogel, ich schwöre, eines Tages mache ich einen Hut aus dir. Und opferst das Gehirn der Bande? Mir gehen die Finger aus. Der Auftrag. Ja, so. Ja. Klar. Er gehört einem gewissen Cornelius Greaves, so ein gelackter Typ, der kein Stück Dreck an den Stiefeln hat. Das war's schon. Wo ist der Haken? Er ist tot. Ich bin ein Dieb, Besser, kein Grabräuber. Das war erst vor kurzem. Er hat den Ring wohl nie abgenommen. Wo bleibt die Herausforderung? Herausforderung? Wir sind da, bevor ihn die Vorleute durchsuchen. Angeblich werden die Leichen zu der alten Gießerei bei Cinderfall gebracht. Dort wimmelt es von Wachen des Barons. Der beste Weg dorthin ist durch die alte Kapelle. Und vermassel die Sache nicht, Garrett. Manche müssen Schulden begleichen. Wer nicht erwischt wird, zahlt nichts. Ja. Jetzt raus hier. Und nimm die Tür. Bitte. Trotzdem. Schön, dich zu sehen. Ja. Mein Nacken schmerzt. Bessos Büro. Besse Aufträge. Besse hat häufig Nebenaufträge für dich. Schau regelmäßig bei ihm vorbei, um zu sehen, was es zu tun gibt. Ja. Um jetzt mal doch ein bisschen was vorwegzunehmen. Besso ist jemand, der uns schon durch das gesamte Spiel begleitet. Den haben wir im ersten Teil schon kennengelernt und jetzt im vierten Teil ist er immer noch unser Gefährte. Ich glaube, man kann ihn schon als Freund bezeichnen. Und das finde ich eine richtig coole Sache. Und vor allem finde ich es interessant, wie die... Hört ihr, Freunde? Das sind Krähen, eine ganze Schar. Und sie wollen unsere Seelen. Sie singen das Lied von Baron Northcrest, dem Taffer, der uns in diesen Eisenkäfig gesperrt hat. Im Namen des Fortschritts, Eisenstiefel will uns begraben. Mein Gott, wie viele Leute einfach durcheinander reden. Okay, ist super leid. Ach nee, hier bin ich wieder bei. Ja, genau. Oh mein Gott, ich benutze tatsächlich die Tür. Ich finde die Beziehung, die zwischen diesen beiden Charakteren aufgebaut wird, richtig, richtig cool. Kommt zusammen, Freunde! Sperrstunde! Schwermut überall! Wir haben nur uns selbst, damit die Dinge besser werden! Würdet ihr bitte eure Klappe halten, endlich? Hi!
Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Okay. Oh, wonderful. Okay, aber kleinen Moment. Ich muss. Das hat vorhin auch schon jemand angesehen. Ich hoffe, ich kann dir gleich nochmal ansprechen. Ich hoffe es wirklich. Und zwar muss ich jetzt langsam mal die Mission beenden, beziehungsweise, ach, die Mission, den Part beenden. Ich bin nämlich schon wieder bei einer halben Stunde angekommen und will eigentlich nie über 20 Minuten gehen. Ich bin immer so ein bisschen geflasht und kann da nicht aufhören, es tut mir so leid. Jedenfalls werde ich besseres Auftrag beim nächsten Mal dann beginnen und bedanke mich an dieser Stelle fürs... Hör auf zu labern, ich muss meinen Part beenden. Oh Gott, wie die immer alle durcheinander labern, mein Gott. Ich bin noch mal kurz bei dir, Freund. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst das Kommentieren und bitte bewerten. Ich lasse mir einen Daumen rauf da. Und vor allem, was auch immer. Königreich für einen Kaffee. Schaut unten in die Infobox, in die Videobeschreibung. Wichtige Links. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Was die wohl in den Eintopf werfen? Gute Frage.